Ja, dann gucken wir doch mal. Ist das vielleicht nicht im Einflussbereich? Doch, ist es alles? Alles. Das heißt, hier fehlen grüne Chips und bei den grünen Chips fehlt Eisen, weil kein Eisen im System ist. Das ist soweit richtig. Wir haben 1700 Kupferplatten im System und nur ganz wenig Eisen. Das ist da. An der Stelle taucht es gleich ganz kurz auf. Seht ihr es? Eine Eisenplatte. Oder irgendein Minuswert, den ich nicht sehen kann. Ja. Das ist nicht so toll. Was fehlt? Poles fehlen. Werden später automatisiert, ist okay. Ich setze sie so lange selber. Einmal da. Und einmal da. So, Eisenplatten. Das muss doch nochmal hier hinzukriegen sein. Das ist alles noch wegen meiner Aktion, dass ich hier einmal Stahl geklaut hatte. Ich hätte das hier alles weggeklaut vom Fließband und dadurch staut es hier nicht mehr und dadurch lagert sich hier nichts mehr zwischen. Was ich machen könnte, ist das Ganze so zu bremsen, dass immer nur eine Kiste benutzt wird und der Rest wird eingelagert. Dann habe ich irgendwann, ja, dann kommt nicht genug Stahl hier oben an. Na gut, das heißt nur, dass weniger Solarpanels produziert werden. Das ist vertretbar. Es ist wesentlich wichtiger, dass gerade die roten und grünen Chips da oben automatisiert werden. Das heißt, das hier ist jetzt alles schön im System. Alles, was nicht da weggefangen wird, ist ebenfalls im System. Ja, ist okay. Kann ich mit leben. Ich könnte jetzt noch mehr Schmelzen nehmen, richtig? Ich meine, ich könnte jetzt die Schmelzstraße hier unten lang laufen lassen. Dann kommt das eine Erz von da oben. Warte mal, ich baue mal ein bisschen um. So. Dann kommt das hier hin. Und wird dann hier aufgesplittet? Ist ein bisschen sinnfrei, oder? Nee, ist es nicht. Es macht sogar Sinn. Aber es sollte schneller sein. Bauen wir mal schnelle Fließbänder. So. Ist richtig verbunden? Ja. So, mehr schnelle Fließbänder. Woran hapert es? Am Eisen. Ja, super. Gib mehr Eisen. Ah, gib mehr Fließbänder. Gib noch mehr Eisen. Okay. Ich habe ganz viel Ramsch bei mir im Inventar, dass ich mal wegsortieren muss. So. So. Flex hätte ich auch noch im Angebot. So. Genau. Und ich habe es auf einen schnellen Fließband gemacht, damit ich jetzt hier auch einen schnellen Splitter nutzen kann, sobald ich genug Eisen habe. So, jetzt genug Eisen für einen verdammten Splitter. Gut. Bau Splitter. Bau Splitter da. Habe ich denn überhaupt genug Schmelzanlagen da oben schon? Nee, ne? Die müsste ich also auch noch bauen und dafür bräuchte ich wieder Stone Bricks und rote Chips, die ich mir oben klaue. Was wurde zerstört? Sniperturm. Wurde zerstört. Das ist ein Hydralisk an der Arbeit da oben. Aber anscheinend kommt er nicht näher ran. Ja, das ist okay. Was wollte ich jetzt? Genau, Splitter. Geht das auch so? Ich weiß jetzt nicht, ob es das tut, was ich denke, was es tut. So. Das heißt, egal von welchem Fließband es kommt, es wird in den Splitter getan. Und dann je nachdem, wo frei ist, rübergelegt. Also wenn hier voll wäre, würde es auch von hier nach da gelegt werden. Sehe ich richtig, ne? Ja, also wir haben 4 Eingänge, 4 Ausgänge, die komplett alle miteinander kompatibel sind. Nur das Ding ist immer noch zu langsam. Sonst müsste es nämlich die Seite, die rechte Seite von dem Fließband und die rechte Seite von dem Fließband besser verteilen auf die linke von dem und die linke von dem. Aber egal, Hauptsache es läuft erstmal.
ich brauche jetzt die roten Chips von oben und ich brauche Ziegelsteine. Grüne Chips gleich nochmal ein paar. So. Für Steine hatte ich eine Fabrik. Du da oben biebst immer noch. Warte mal. Türme haben wir. Hier und hier. So. Kannst dich da bedienen. Ziegel. Da. Habe ich diesmal ein bisschen Treibstoff dabei, weil das Ding jetzt, glaube ich, immer auf Minimalbetrieb, oder? Na gut, hier. Ja, damit Bau 10 sollten reichen, oder? Ich glaube schon. Und noch ein paar Speedmodule. Strom hält sich. Hier einen kleinen Energieblock hinzimmern. Ja, mach mal. Energie. Tipp. So. Hellblaue Tränke sammeln sich gerade nicht, weil man wieder kein Metall hier oben ankommt. Ne, keine Batterien. Ach, schau mal. Ah, was kriegen wir hin? Das kriegen wir alles hin. Ups. Dann brauche ich gleich noch ein Fließband. Oh, das ging genau hin. Brauche jetzt noch ein Fließband, das dann damit verbunden ist. Genau wie oben auch. Fließbänder. Go, 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 go. Und rote Ärmchen habe ich ein paar. Da muss ich dann wieder gucken, ob das hinhaut, dass ein rotes Ärmchen alle schnell rausbekommt. Aber oben scheint das hier auch so weit hinzuhauen, ja. Brech die mal ab. So. Und geht auf. Schön. Haben wir jetzt hoffentlich bisschen mehr Eisen. So, die brauchen noch Eingangsdinge. Und eigentlich noch alles Speedmodule. 20 MW Verbrauch. Machen wir mal ein Vorher-Nachher-Bild. Hätte da hingucken sollen. Also es ist nicht so der Riesensprung, das ist okay. Dann baue ich jetzt bitte noch mehr, mach den Rest hier mit auch noch voll und die da auch noch. Weil wir jetzt hier auch schon rote Dinger brauchen. Rote Fließbänder. Der Stau hier ist nicht gut. Ja, das ganze Ding, der ist doof. Lass das mal da lang laufen und dann davon runterfischen. Und da muss ich auch so keinen so komischen Knick machen, weil es vollkommen egal ist, von wo es kommt, weil es hier schon auf das Fließband so raufkommt, dass es nur auf die rechte Seite geknickt werden kann. Hier ist irgendwas kaputt. So. Gut. Und viel mehr im System. Ganz viele Roboter kommen an und bedienen sich. So muss das sein. Nächster Schritt. Nom, 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 nom. Fehlen nur noch drei hier. Die mache ich aber später irgendwann, wenn ich wieder rote Chip Inventar habe, genug. Also Eisen sollte jetzt erstmal okay sein. Dementsprechend sollte auch das da oben links, die Fabrikanlage, ein bisschen weiterlaufen. Ich kann mich um andere Sachen kümmern. Das Kupfer sieht abgefahren aus. Soll ich das nicht irgendwo zwischenlagern? Ich habe hier eine Kiste. Mal so. Dass wir davon auch immer genug Vorrat haben. Weil ein gelbes Ärmchen wir ja nicht genug wegschnappen können. Okay, dann bediene ich mich jetzt mal bei den Zahnrädern. Hier, alle mit. Und ich bediene mich bei den roten Chips. Oh. Wow, was für eine Ausbeute. Und dann müsste ich jetzt wieder die Batterien fixen, weil da irgendwas fehlt. Wobei das, was fehlen sollte, sollten eigentlich die Kupfer- und Eisenplatten sein, die jetzt ja fleißig am Fliegen sind. Wie sieht das jetzt mit der Roboterauslastung aus? Ja, ganz anders. Alle beschäftigt, okay. Das heißt, nicht da oben weiter rumtüfteln, sondern erstmal mehr Roboter bauen. Dafür brauche ich mehr rote Engines. Und rote Engines brauchen gerade was. Was fehlt bei euch jetzt? So, du kannst mal mit und daraus das da machen. Die Anlage neu bauen wäre auch ein guter Zeitvertreib, bis das Eisen sich überall verteilt hat. Na, hier läuft alles.
Rohre werden noch nicht automatisiert, die könnten ein Problem sein. Kiste da kann weg. Die Chips werden angeflogen. Ja. Sollte Weile halten. Wie viele rote Engines haben wir denn da? Boah, 80 Stück, super. Gib mir Flying Frames und es fehlen jetzt Batterien. Okay, Batterien fehlen, weil hier kein. Was? Oh, ist doch wieder ein Schwefelsäureproblem. Weil nicht genug Petroleumgas kommt. Weil wir nur eine Raffinerie haben und das Leichtöl nicht gesplittet wird und so weiter. Die Flammenanlage, die Tankanlage hier wegmachen und dafür hier einen Splitter hinbauen? Nee, ich mache das jetzt anders. Ich baue das komplette Ding neu auf. Dafür hätte ich gerne eine Raffinerie. Davon ein paar mehr. Die baue ich jetzt alle unterwegs. Vorher allerdings nom nom. Da. Hör damit. So. Ich brauche eine Menge Stahl. Dafür haben wir hier eine gewisse Kiste. Da. Schwupp, schwupp. So, bau bitte 10 Chemical Plants. Locker mindestens. Ganz viele Rohre. Alle, die du kannst. Und dann guck mal, was hier bisher an Eisen gekommen ist. Ist okay. Nicht übermäßig viel, aber ist okay. Davon bauen wir noch ein paar Untergrundrohre. Dann brauchen wir ebenfalls noch Wasserzufuhr. Das wäre hier. Wir könnten Grinder bauen, aber nee. So. Ölanlage. Eigentlich sollte ich auch 2 Raffinerien nutzen, ne? Ja, besser ist. So. Hier ist das Öl. Dann mache ich mal die Raffinerien hier hin. Ah nein, hier kommt später das. Okay, Raffinerien direkt hier ran. Das heißt, das hier mudle ich mal um. Ein Untergrundding. Achso, die sind also noch nicht fertig. Ja, okay. Trotzdem kann ich das hier schon mal vorbereiten. Da kommt eine hin. Wasser kriegen wir dann von hier unten irgendwo. Also das Wasser hier kann weg, aber das Wasser hier kann ich dann da lassen für einmal die Befüllung von der Splitteranlage. Aber auch für Wasserstoffherstellung zum Beispiel. Das muss ich dann schauen. Na gut, die ersten Felder hier gehen bald alle, das ist gut. Schön fleißig weitermachen. Strom? Oh. Ja, ich wollte gerade sagen, ach, hauen wir noch ein paar Speedmodule da rein, aber das hat sich dann damit auch erledigt. Das mal weg. So. Also, Wasser. Da. Blub, blub. Passend seines Wortes. So, das steht zur freien Verfügung. Das können wir dann da oben irgendwo hinwursteln. Warum stehst du so komisch? Du darfst komisch stehen wegen dem. Das ist richtig. Der Rest nicht. Steinmauer kann auch weg. Gut. Da ist die zweite. So, und ihr braucht jetzt das und das. Das heißt, hier muss Wasser hin. Und zwar da und da. Die verbinden wir mal. Die schicke ich hier runter. Passt das? Ja, das passt. Sehr schön. Dim, 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 dim. Dahin. Dim, 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 dim. Interessant. Dahin. Immer, immer mehr Rohre. So, ein Roboport hätten wir auch noch auf Tasche. Das können wir gleich mal gucken. Du gehst bitte von hier nach da drüber. Und von da nach da. Da. Also Wasser hätten wir schon mal hier oben und wir können später von hier aus auch weiterleiten zu den anderen Aufsplit-Dingern. Ich sehe allerdings gerade, dass es ein bisschen eng ist, oder? Wenn ich das hier direkt mache.
Also zum einen ist es eng und zum anderen ist es recht nah dran an der Verteidigungsanlage. Ist schon schlimm genug, dass die Pumpchecks da sind, aber die kann ich nicht anders hinstellen. Die Raffinerien kann ich ruhig einen Ticken weiter nach rechts verlegen. Also einfach ein so ein Block. Ja, machen wir es lieber so. Also so, so. Kann ich das hier auch wegmachen und lieber hier machen? Genau, erstmal nicht so, sondern so. Da nach da. Dann hier runter. Genau, viel besser. Das, 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 das. So, kommen wir mit dem Öl da nicht ins Gehege. Und dich dann einfach so da dran. Dann könnten wir theoretisch noch einen ranbappen oder die näher zusammenrücken, aber das Wasser sollte reichen, das ist okay. Also, hoch. Hier ran. So, jetzt das Öl.